Hier sollen wir das Integral von 0 bis 1 von x² mal e hoch minus x hoch 3dx berechnen. Nennen wir dieses Integral groß I und beginnen mit der Berechnung dieser Stammfunktion. Wenn man den Exponenten minus x hoch 3 ableitet, dann findet man minus 3x². Das x² ist da vorhanden und es multipliziert. Also multiplizieren wir dieses Produkt mit minus 3, dann müssen wir es aber auch multiplizieren mit minus 1 Drittel, so dass wir nichts geändert haben. Und minus 1 Drittel kann als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus. Also arbeiten wir hier per Substitution, indem wir stellen u gleich minus x hoch 3. Wenn u minus x hoch 3 ist, dann ist die Ableitung von dem u gegenüber der Variablen x minus 3x². Also ist du gleich zu minus 3x² dx. Und dieses Paket minus 3x² dx finden wir hier. Das ist genau dieses Paket. Also kann das durch du ersetzt werden. Und minus x hoch 3 ersetzen wir durch u. Und somit bleibt diese putzige Stammfunktion zu berechnen. Sie ist putzig, denn die Stammfunktion von e hoch u du, das ist die Funktion e hoch u. Und da wir die Stammfunktion mit u gefunden haben, ersetzen wir jetzt dieses u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also finden wir als Stammfunktion minus 1 Drittel mal e hoch minus x hoch 3. Und um das Integral i herauszufinden, reicht es, diese Stammfunktion variieren zu lassen von 0 bis 1. Wir ersetzen zuerst x durch 1 und finden dann hier e hoch minus 1, also 1 geteilt durch e, und davon ziehen wir ab, wir subtrahieren, das, was wir finden, wenn wir hier drin das x durch 0 ersetzen, dann finden wir e hoch 0, das heißt 1. Dieses Minus verteile ich doch auf diese Klammer und somit haben wir dieses Produkt als gefragtes Integral gefunden.